Oh hey, ich habe einen Ramat gefunden. Irgendwo ganz oben war's. Ganz oben, Kriechflügel heißt das Ding. Ich muss ehrlich sagen, ich find's richtig, richtig cool. Ich weiß nicht genau, was für ein Typen es ist. Scheinbar als irgendein Typen, wodurch es durch Wasserattacken nicht beeinflusst wird. Aber ja, das werden wir jetzt easy peasy fangen. Das macht super viel Damage. Dafür hält es aber nicht viel aus. Also mehr oder weniger eine Glaskanone, kann man sagen. Ich hoffe, ich krieg's schnell gefangen. Oh, ein Superwurf. Ich habe es leider nicht mehr auf Aufnahme, aber ja, ich habe einen Superwurf bekommen. Heißt, er wackelt nur einmal dabei und dann zack, instant gefangen. Wunderbar. Kriechflügel, Käferkampf. Ich glaube, das normale... ich glaube, das hieß Ramot, das Ding, oder? Hieß es nicht so? Auf jeden Fall, das ist ein 5-Ding. Ich glaube, es hieß... ich glaube, es war eigentlich Käferfeuer. Und hier ist es jetzt Käferkampf. Dieses rätselhafte Pokémon weist Ähnlichkeit mit einer Kreatur auf, die in einem alten Buch als Kriechflügel vorgestellt wurde. Ja, okay, gut. Das ist wieder nichts Neues, leider. Okay, genau, dieses Sandfell haben wir noch nicht gesehen. Und das... Oh, da ist es ja. Habt ihr es gesehen? Da hinten ist es ja. Wie es sich bewegt. wie das Magneton sich bewegt. Nein, es ist weg! Und es ist nur außer Reichweite. Boah, dieser Kampf ist so extremst nervig. Meine Güte. Ist es noch da? Ist es noch da? Das ist jetzt nicht ernsthaft despawned. Wenn das jetzt ein... Oh, da ist es. Schaut es euch an, wie es sich bewegt. Ah, es krabbelt. Nein! Okay, ich sollte nicht rumalbern. Nicht, dass das Magneton wieder weg... Och, Junge. Aber wie es immer schön brav mich da anstarrt und doch wartet, bis ich fertig bin. So, jetzt bin ich fertig. Jetzt kämpfen wir. Ich finde das Magneton richtig cool. Aber ohne Witz. Kamera geht nicht. Paläosynthese. Ich habe keine Ahnung genau, was das macht, aber es bufft ihn irgendwie auf irgendeine Art und Weise. Killt das ihn instant? Das könnte sein, weil Erdbeben ist eine sehr starke Attacke. Was ist das denn für ein Typ? Elektroboden? Elektrogestein? Das macht ja keinen Sinn. Oh nein! Ich hab's gekillt! Ich muss ein neues suchen. Obwohl, aber eigentlich scheinen ja hier ziemlich häufig zu spawnen, oder? Ich habe wieder eins gefunden, das hat echt lange gedauert. Ich bin nochmal aus der Area raus und rein und dann nochmal 5 Minuten gefühlt, nicht ganz, aber gefühlt rumrennen. Jetzt habe ich wieder eins gefunden. Und ich habe es jetzt schon gut schwächen können. Wasser ist sehr effektiv. Und ich hab's. Cool, brauche ich schneiden. Und das noch eins. Wow, jetzt läuft dann wirklich noch eins rum. Vorhin habe ich die ganze gestruggelt zu finden, jetzt sind die hier zweimal. Naja, wie auch immer. Sandfell. Oh, Elektroboden. Okay. Da es noch nie gefangen wurde, ist die Datenlage dürftig. Seine Merkmale decken sich mit einer der in einem Expeditionsbericht beschriebenen Kreatur. Naja. Damit haben wir alle Paradox-Pokémon, bis auf ein einziges. Glaube ich. Also halt alle Paradox-Pokémon, die es in diesem Spiel gibt. Also in Pokémon Violet, Purpur, da gibt es ganz andere Paradox-Pokémon. Die sind alle so ein bisschen, ich sag mal, zukunftsthemed. Hier sind sie alle so vergangenheitsthemed. Und ja, mir gefallen die halt hier in diesem Spiel mehr. Deshalb habe ich mich für dieses Spiel entschieden. Das ist der Grund, warum wir überhaupt Karmesin spielen. Und ja, jetzt suche ich mal nach ein bisschen was Neuem hier. Dort vorne ist, glaube ich, irgendwie das dritte von den Observationsdingern. Und wenn man hier abbiegt, sieht man, dass hier eine geheime Höhle ist. Und hier befindet sich ein Pokémon, das wir gerne hätten. Welches Pokémon ich meine, werden wir jetzt herausfinden. Chanera gibt es hier. Aber die rennen natürlich weg, die haben keinen Bock. Die geben zu viel XP, darauf haben die keine Lust. Da gibt es noch Traunfugil, aber das haben wir ja schon. Wir haben, wie gesagt, jetzt alle bis auf eins. Und wir wissen alle, wenn ihr alle die letzten paar Folgen gesehen habt, dann wisst ihr ganz genau, welches Pokémon das ist. Muss ich aufpassen, es sind viele Geister-Pokémon, wie es scheint. Okay. Scheuminze. Hier ist eine TM. Psychofeld und da ist das Pokémon. Ich habe sehr großen Respekt vor dir.
Donnersichel. Ja, das Ding ist nämlich nicht Typ Elektro, auch wenn er Donner im Namen ist. Dieses Brutalander macht mir ziemlich Angst. Aber wir werden es jetzt fangen. Und ich glaube, dann haben wir alles. Ich werde nochmal nachchecken, ob es hier noch irgendwas gibt in Zone 0. Aber ich meine, dann hätten wir alles. Und dann werden wir schauen, was als nächstes auf dem Plan steht. Genau, die Titan war unser MVP hierfür. Mein kleines Baby. Oder großes Baby, je nachdem. Das sollte es nicht killen. Oh, aber knapp nicht. Gut, das Ding ist aber auch ein bisschen an der Level, Level 55. Unser Gegner war da schon irgendwie Level irgendwas mit 60. Das war schon krass. Ja, ich werde wohl ein bisschen brauchen, aber ich versuche mal zu fangen. Als ob. Ah. Ah. Bitte. Oh mein Gott, beim letzten Ball. Oh mein Gott. Ich hätte jede einzelne meiner Pokébälle geschluckt und ich habe nur noch einen Pokémon übrig. Boah. Oh, ich muss dringend Bälle kaufen gehen jetzt. Donnersichel, Drache und Licht. Möglicherweise handelt es sich hierbei um jede Kreatur, die in einem rätselhaften Expeditionsbericht als Donnersichel erwähnt wurde. Hiermit haben wir alle von den Paradox-Pokémon in Pokémon Scarlet. Und ja. Grüße gehen raus an das Sneebel, das mich hier die ganze Zeit angefeuert hat. Guck, das war das hier. Der ganze Zeit so miau, miau gemacht. Genau, genau das Geräusch. Ja, ich gehe kurz Bälle kaufen und dann sehen wir uns wieder, wenn ich weiß, was wir als nächstes machen. Genau. So, ich befinde mich wieder in der vierten von diesen Kapseln. Denn es gibt tatsächlich noch ein weiteres Pokémon, das wir schon kennen, jedoch nicht gefangen haben. Und das gibt es nur hier unten, an einem ganz bestimmten Ort. Und das werde ich euch jetzt zeigen. Denn ich glaube, dieses Pokémon wollt ihr nicht verpassen. Man kann es sogar von hier aus jetzt schon sehen. Und zwar ist dieses Pokémon das Koraidon, was wir bekämpft haben. Wir können es erneut bekämpfen und diesmal können wir es einfangen. Denn ich glaube, ich bin mir nicht sicher. Das weiß ich nicht. Aber ich glaube, das Koraidon, auf das wir reiten, können wir nicht traden. Das können wir, glaube ich, nicht austauschen, weil das Spiel braucht das ja, damit wir uns so schnell bewegen können ins Game, ne? Und deshalb schenkt uns das Spiel, mehr oder weniger, hier diesen Kampf gegen ein zweites Koraidon, das wir dann kämpfen, fangen und tauschen können, wie wir lustig drauf sind. Genau, es guckt uns hier nur an. Ne, wir machen zum Beispiel, wenn wir wollen, mal so ein Selfie. So, wenn man will. Ja, Leute, ich chill hier gerade mit meinem mit dem zweiten Koraidon. Hä, wo ist denn das? Wieso wird das nicht angezeigt oder stand ich gerade einfach nur blöd? Hä? Aus irgendeinem Grund wird es nicht angezeigt. Schade. Ich kann mit dir kein Foto machen. Es verschwindet instant, wenn ich nahe komme. Seltsam. Aber ja. Wir werden versuchen, dieses Ding zu fangen, denn so einfach ist es gar nicht. Denn das ist halt ein Legi und ein Legi zu fangen ist nie einfach. Aber ich werde mein Bestes geben. Ey, ich bin hier drüben. Bro, ich bin hier drüben. Level 72. Das ist 10 Level bei meinem. Ja, ich habe ein bisschen Hyperbälle eingekauft, damit wir auf jeden Fall genug haben. Oh nein, ich Kollisionskurs. Das ist eine Special Attack. Und natürlich one-shottet das, weil... Als ich gesagt habe, Traunfugie ist das stärkste Pokémon, meinte ich halt von den nicht-legendären Pokémon. Das hier, Koraidon und Miraidon sind natürlich die stärksten Pokémon im ganzen Spiel, ne? Das... Sorry, falls ich da irgendwen angeflunkert habe. War nicht gewollt. Auf jeden Fall, Koraidon und Miraidon sind auch noch neben diesem neuen Traunfugie die stärksten Pokémon im Spiel. Und ich hoffe, ich kann es schwächen, bevor es mich killt. Kommt, Eiskreisel! Bam! Okay, ich hätte mir gewünscht, dass es mehr Damage macht, aber Eissplitter sollte schnell genug sein! Bam!
um mal, noch mal ordentlich Damage reinzutun. Und wegen Rückstoß kann sich angreifen. Können wir noch mal Eisbitter einsetzen. Perfekt. Besser könnte es nicht sein. Ich muss nur jetzt aufpassen, weil ich darf auf keinen Fall jetzt Bellybolt in diesen Kampf schicken. Weil Bellybolt hat ein Item. Das ist der Beulenhelm. Und ne, Beulenhelm, ne, wenn es mich trifft, das Ding, dann kriegt es selber Damage wegen den Beulen. Und dann stirbt es. Das wollen wir nicht. Also werfe ich jetzt Bälle. Und ich werfe Bälle. Und ich werfe Bälle. Bis das Ding drin ist. Und normalerweise, ne, habt ihr ja schon gemerkt, wenn ich irgendwie Trainerkämpfe gemacht habe, die viel zu lang gingen. Oder wenn ich halt allgemein jetzt gerade vorhin diese Pokémon gefangen habe, die das Zone 0. Ich habe ja eigentlich immer alles rausgeschnitten, so mehr oder weniger. Weil es ist halt einfach nur ich, wie ich einfach nur Bälle werfe und ich nicht kommentiere. Und es ist einfach ziemlich boring, um ganz ehrlich zu sein. Aber ich glaube, wir machen hier mal eine Ausnahme. Weil bei so Legi-Kämpfen würde ich schon gerne zeigen, wie lange man eigentlich für so ein Legi braucht. Denn in jedem Spiel ist es ziemlich anders. Und in diesem Spiel, also in den letzten paar Spielen, war es eigentlich eher wieder einfacher. Es ist... Nein, was habe ich getan? Ich habe gekämpft, oder? Nein! Nein, nicht kämpfen! Nein, ich habe A gespammt. Oh, was passiert jetzt? Was passiert jetzt? Habe ich gespeichert? Ich habe gespeichert, oder? Ich glaube schon. Das andere Koraidon ist geflohen. Ich reset mal kurz. Und genau deshalb speichert man bei so einem Kampf vorher ab. Damit sowas nicht nochmal passiert. So, aber ich habe tatsächlich auch vergessen. Ich schau mich wieder nicht an. Jetzt. Ich habe tatsächlich auch vergessen, dass ich Flottbälle habe. Und Flottbälle sollte man immer als allererst einsetzen, wenn man vorhat, das Pokémon zu fangen. Wo man gerade im Kampf ist. Weil in der ersten Runde haben Flottbälle die besten Chancen. Auch wenn, okay, auch wenn es jetzt nicht geklappt hat, ne? Wisst ihr, was ich meine? Und ich werde es jetzt nochmal versuchen zu schwächen. Also, ja, bis gleich. Okay, ich habe es wieder passend geschwächt. Und nun ist es wieder Zeit für die 101 Hyperbälle. Denn in irgendeinem von denen wird es bestimmt schon drin bleiben. Und selbst wenn ich hier 30 Bälle später immer noch in dem Kampf bin, kann ich langsam anfangen, Timerbälle zu werfen. Denn Timerbälle sind so das Gegenteil von Flatbällen. Je länger, also hier, das ist ein Timerball. Je länger ich in dem Kampf bin, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Timerball funktionieren wird. Genauso auch wie Flottball in der ersten Runde am besten. Aber ich glaube, Timerball wird sogar richtig krass, wenn man hier irgendwie eine halbe Stunde lang an einem Kampf sitzt. Gefühlt. Also es geht nach Runden her, aber Rundenanzahl in Zeitangabe, ne? Wenn hier wirklich eine halbe Stunde dran sitzt, dann würde ich auch mal dran überlegen, Timerball zu werfen. Aber ja, dieses Koraidon wird auch nicht 100 Runden oder so überleben, weil die AP sind das, was die Rundenzahl hier ausmacht in diesem Kampf, denn so ein Koraidon hat wahrscheinlich nicht so viel AP, kann wahrscheinlich irgendwie 30 mal angreifen und dann kriegt es langsam Aua Aua. Und deshalb müssen wir in der Zeit am besten schon lange versuchen, so wie wir es jetzt gerade machen. Gut, dass du Flammenwurf gegen mich einsetzt hier, finde ich super. Auch wenn es ein Crit ist, who cares? Klar, könnte ich jetzt meinen Meisterball benutzen. Aber ich glaube, den Meisterball, ich möchte nicht wieder einfach nur so für das nächste Legi verschwenden. Ich möchte das, glaube ich, lieber für irgendein besonderes Shiny oder so benutzen, ja? Für so ein Legi-Shiny oder sowas. Auch wenn ich das hier wahrscheinlich haben werde, trotzdem. Ich habe keine Lust, den Meisterball zu benutzen. Vielleicht tue ich's. Wenn das hier noch zu lange dauern wird. Aber... lol, Gigastoß, ich bin Typ Geist. Erstmal versuche ich es mal so zu fangen. Und da war ein Superwurf, das ist ein Superwurf. Und wir haben es mit dem Superwurf. Die sind vor allem dieser Gen richtig OP, habe ich das Gefühl. Superwürfe. Ja, seht ihr? Ihr braucht keinen Meisterball, um ein Legi zu fangen. Koraidon, Kampf, Drache. Offenbar ist dies die Kreatur Schwingenkönig, von der es in einem alten Expeditionsbericht hieß. Sie habe die Erde mit bloßen Fäusten gespalten. Das Ding kann die Erde spalten? Mit seinen Klauen? Und das Ding heißt anscheinend Schwingenkönig. Aber, ne?
Eigentlich haben alle Paradox-Pokémon den richtigen Namen. Ja? Und das ist Koraidon. Vollkommene Gestalt. Ja, die normale Gestalt, diese schwache Gestalt, die kennen wir ja schon. Und hier ist halt die vollkommene. Okay. Hä? Was ist denn los? Brauchst du meine Aufmerksamkeit oder was? Und hier nochmal die Stats und Attacken für die, die es interessiert. Wisst ihr, wir haben zwar sehr viel Paldea erkundet, aber haben wir wirklich viel über Paldea gelernt? Ich bin jetzt hier nochmal in der Akademie, denn ich möchte nochmal ein bisschen den Geschichtsunterricht machen, um ein bisschen mehr über Paldea zu lernen. Falls ich was Interessantes finden sollte, werde ich es euch mitteilen. Genau, hier, Geschichte. Das könnte eventuell noch spannend werden. Vor etwa 2000 Jahren kam diese Region unter die Herrschaft des Paldeanischen Imperiums. Es hieß, der Kaiser von Paldea sei ein rigoroser Diktator gewesen. Zudem glaubte er wohl fest an die Legende vom Schatz auf dem Grund von Zone 0. Die Menschheit war damals natürlich noch nicht so fortgeschritten wie heute, ob Legendenzauberei oder Wesen jenseits unseres Forschungsvermögens. Die Leute neigten dazu, an alles Mögliche zu glauben. Um sich gegen angegrenzte Länder behaupten zu können, schickte der Kaiser eine Vielzahl von Leuten auf die Suche nach dem Schatz von Zone 0. Und? Du schaust wieder drein, als wolltest du mir eine Frage beantworten, Maike. Wie lange ist es her, dass diese Region unter die Herrschaft des Paldeanischen Imperiums war? Hast doch gesagt, 2000. Ja genau, du hörst zu, okay. Vor 2000 Jahren brach eine bedeutende Ära an, das große Entdeckungszeitalter. Doch keiner der Abenteurer, die vom Kaiser ausgesandt wurden, hat den tiefsten Punkt von Zone 0 je erreicht. War die harte Reise zu viel für sie oder sind sie einer unbekannten Kreatur zum Opfer gefallen? So viel ist sicher, die immensen Schwierigkeiten dieser Entdecker haben definitiv zu den Mysterien rund um den großen Schlund beigetragen. Ach, was würde ich nicht dafür geben, Zone 0 in ihrem damals noch unberührten Zustand zu erkunden. Meine einzige Hoffnung ist wohl, dass möglichst bald eine Zeitmaschine erfunden wird. Ja, gut. Das ist vielleicht ein kleiner Teaser hier gewesen, für was in Tunnel wirklich passieren wird. Weil, wie gesagt, diese ganzen Unterrichte, die kann man ja schon viel, viel früher machen. Ich mache jetzt nur Geschichte, weil Geschichte ist ein Muss für etwas ganz Bestimmtes. Die anderen lasse ich erstmal nochmal liegen, weil ich glaube, die brauchen wir nicht unbedingt. Und die könnt ihr euch ja selber einfach mal anschauen. Ist vor allem sehr gut für Neulinge in Pokémon, würde ich sagen. Und mal gucken, ob die hier noch irgendwas Interessantes sagt. Genau, vor 2000 Jahren. Doch selbst 1000 Jahre später war es noch immer niemandem gelungen, in die Tiefen von Zone 0 vorzudringen. So war das paldeanische Imperium, das so viel Arbeit und Geld in die Untersuchung von Zone 0 gesteckt hatte, schließlich an Macht. Und 200 Jahre später, also etwa vor 800 Jahren, schloss sich mit den umliegenden Ländern zusammen und wurde zu dem Paldea, was wir heute kennen. 800 Jahren schon. Ach ja, unsere Akademie hier soll auch ungefähr zu dieser Zeit gegründet worden sein. Krass. Das Gebäude wurde zwar immer wieder repariert, aber es ist heute noch genauso in Gebrauch wie zur Zeit seiner Gründung. Es steckt so richtig Geschichte in diesen Mauern. Ach, alte Dinge sind wirklich fantastisch. Wirklich ein Jammer, dass vor relativ kurzer Zeit dieses neue Ballelement hinzugefügt wurde. Was? War sie eigentlich so ein Arktus an ihrem Hals? Ah, wie bedauerlich finde ich, Maike. Unsere Blicke haben sich schon wieder getroffen. Dann beantworte mal meine Frage, wenn du uns zugehört hast. Auf wie vielen Jahren wurde die Akademie gegründet? 800. Ja, okay, du hörst zu. Das finde ich super. Kannst dich gut konzentrieren. Genau genommen wurde die Akademie vor 805 Jahren gebaut. Also, du lagst falsch. Schon damals wurde sie modernste Einrichtung und eine überaus fortschrittliche Ausbildung. Deshalb haben die Leute Folgendes gesagt. Diejenigen, die nach Wissen streben, sollen sich an den Orangen Paldeas laben. Diese Redewendung soll sogar über die Grenzen Paldeas hinaus in andere Regionen bekannt gewesen sein. Okay. Ding, dong, ding, dong. Ding, dong, ding, dong. Yay! Wuhu! 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 So, ich glaube, jetzt kommt eine Prüfung, oder? Genau, Zwischenprüfung, wo wir ein paar Fragen beantworten. Dann haben wir wieder drei weitere Unterrichte und dann die Abschlussprüfung. Und dann können wir nochmal mit der Lehrerin zwitschern, glaube ich. Ich glaube, so funktioniert das. Hi zusammen, wie sicher, wir wissen es jetzt, die Prüfung. Schickt euch an. Wie wird das Gebiet im Zentrum Paldeas genannt? Schlund. Was soll auf dem Grund von Zone 0 schlummern? Ein Schatz. Eigentlich ein rätselhaftes Pokémon ist eigentlich auch richtig, aber ich sag mal ein Schatz. Vor wie vielen Jahren begann die Herrschaft des Paldeanischen Imperiums? 2000.
Wie lange besteht diese Akademie schon? 805 Jahre. Diejenigen, die nach streben, sollen sich an den Orangen Paldeas laben. Wissen? Keine Ahnung. Ich sollte auf jeden Fall genug Punkte haben, damit ich das hier abgeschlossen habe. Okay. Wie sieht's aus? Wie sieht's aus? Wie sieht's aus? Alles richtig! Und dabei habe ich ein bisschen geraten. Wunderbar. Dann können wir direkt weitermachen mit IV. Vielleicht mache ich ja noch die anderen Unterrichtskurse. Ich weiß nicht. Ich meine erstmal nur das hier. Vielleicht mache ich immer noch eine Bonusfolge, wo ich alle mache. Jetzt erstmal nicht. Jetzt möchte ich erstmal nur das machen, was ich muss. Okay, gibt's irgendwas Interessantes? Wir werden doch heute über was Nierendes reden. Oder das war zumindest der Plan, aber auch euch stottern vom Test bestimmt noch die Knie. Manchmal tut ein Abwechslung auch ganz gut, also will ich euch ein bisschen Spaß gönnen. Ich erzähle euch ein Märchen, das schon seit langer, langer Zeit in der PLD überliefert wird. Es war mein König, der nichts mehr liebte, als wertvolle Schätze anzuhaufen. Besonders schlug sein Herz für Schätze, die aus fremden Ländern stammten. Eines Tages vernahm ein Händler des Ostens Kunde davon und machte sich auf, den König zu treffen. Der Händler trat vor dem König und bot ihm vier Schätze dar. Aufgereiht lagen dort ein Gefäß, ein Schwert, eine Reihe von Tafeln und einige gekrümmte Juwelen. Beim Anblick dieser Raritäten machte der König einen Freudensprung. Er schüttete den Händler mit Gold und bekam zum Tausch dafür alle vier Schätze. Aha, Maike, wir wieder. Weißt du, was die zu den Schätzen gehörenden Tafeln eigentlich darstellen? Nein? Schrifttafeln aus Holz. Okay, abgegraben. Holztafeln wie diese wurden in der Antike im Osten verwendet, um darauf zu schreiben. Wie ihr sicher wisst, wurden sie aber mit der Verbreitung von Papier immer seltener genutzt. In den Augen des Königs müssen diese selten gewordenen Holztafeln unglaublich wertvoll gewesen sein. Vielleicht stand sogar da etwas Besonderes drauf geschrieben. Der König hatte die Schätze an sich gebracht, doch noch in derselben Nacht geschah es. Man sagt, ein fürchterliches Unheil sei über sein Schloss hereingebrochen und hat es noch vor dem Morgengrauen in Schutt und Asche gelegt. Und die Geschichte geht eigentlich noch weiter, aber wir haben dafür keine Zeit. Also wenn die Fortsetzung interessiert, dann macht mal weiter mit dem Unterricht. Okay. Ihr wisst sicher noch, was wir am Anfang des Semesters über den Schund von Paldea und dessen inneres Zone nur gelernt haben. Dieser mysteriöse Krater hat sowohl den Kaiser als auch viele andere Menschen begeistert. Das heißt, vor 200 Jahren ist sich jemand bis zum tiefsten Punkt des Gebiets vorgedrungen. Diese großartige Leistung wurde von einer Gruppe vollbracht, die allgemein als der Observationstrupp von Zone 0 bekannt war. Er soll aus überaus fähigen Mitgliedern bestanden haben, die etwa besonders im Kampf gewandert waren oder über immenses Wissen verfügten. Die talentiertesten Menschen aus ganz Paldea sollen dort zusammengekommen sein. Unter ihnen war auch ein Mann namens Alondo. Er war nicht nur als Schriftsteller, sondern auch als Koryphäe auf dem Gebiet der Naturgeschichte bekannt. Nach der Rückkehr aus Zone 0 nutzte er sein literarisches Talent und Erlebnisse in einem Expeditionsbericht niederzuschreiben und so zu veröffentlichen. Aha. Ah, du hast Pech. Wir sind wieder. Die Augen in dir gefallen. Wollen wir nochmal sehen, ob du aufgepasst hast. Wie heißt das Team? Observationstrupp. Das ist ganz schön clever. Genau, so hieß es. Den von Alondo verfassten Expeditionsbericht findet man auch heute noch im Buchhandel. Wenn ich mich nicht irre, ist dieser Bericht gemeinhin als Karmesinbuch bekannt. Damals wurde in ganz Paldea ein riesiger Wirbel um Zone 0 gemacht. Das Karmesinbuch verkaufte sich so gut, dass quasi jeder ein Exemplar davon besaß. Die Bibel? Allerdings befanden sich auf dessen Seiten nichts als völlig unglaubwürdige Beschreibungen und Zeichnungen. Die reinste Märchengeschichte. Deshalb war Alondo bei den Massen schon bald als Lügner beschrien. Als Folge dessen wurde sogar in Frage gestellt, ob es der Observationstrupp tatsächlich bis auf den Grund von Zone 0 geschafft habe. Seitdem kann man das Karmesinbuch fast nur noch in der Esoterik-Ecke diverser Antiquariate entdecken. Niemand hat ihm geglaubt, oha. In den Bücherregalen im Erdgeschoss der Eingangshalle müsstet ihr allerdings ein Exemplar finden. Also schaut mal rein, wenn es euch interessiert. Ich meine, da haben wir schon mal reingeschaut, deshalb mache ich das jetzt nicht. Denn jetzt fehlt, glaube ich, nur noch ein Unterricht. Und dann kommt der Test, oder jetzt kommt der Test. Ich glaube, jetzt kommt erstmal ein Unterricht noch und dann der Test. Genau. Das machen wir jetzt erstmal. Wow, wow. Ich hoffe, ich kriege das noch alles in eine Folge rein, weil das wäre ganz cool. Weil die nächste Folge möchte ich ja nur noch auf eine bestimmte Sache fokussieren. Hallo, also heute seid ihr einen Tag älter, genau. Also heute in unserer letzten Stunde werden wir uns noch einmal mit den faszinierenden Rätseln der Geschichte befassen.
Wenn ich mich nicht irre, habe ich euch letztes Mal vom Observationszug von zu Null erzählt, der vor 200 Jahren unterwegs war. Wie schade, kaum zu glauben, wie sehr wir uns mit dem Unterrichtsstoff schon der Gegenwart genähert haben. Ein Trauerspiel, das der Gerichtsunterricht so unaufhaltsam der Zukunft entgegenprescht. Wäre es denn nicht viel abenteuerlicher, das hier und jetzt zu verlassen und immer weiter in die Vergangenheit zurückzureisen? Da würde niemand mehr durchblicken. Möglich würde man die Geschichte rückwärts erzählen, wären kausale Zusammenhänge nur schwer nachvollziehbar. Es hilft leider nichts, wir müssen wohl weiter mit dem Fluss der Zeit schwimmen. Thema unserer letzten Stunde soll daher die Geschichte der Terrakristallisierung sein. Den Terrakristall Orb liegt eine Technologie zugrunde, die ihren Ursprung in Zone 0 hat. Aber nach dem angeblichen Verstoß des Professor-Trupps bis in die Tiefen von Zone 0 wurde die Untersuchung des Gebiets von anderen fortgesetzt. Vor etwa 140 Jahren entdeckte man schließlich Pokémon, die in ein mysteriöses Licht gehüllt waren. Stimmt, sollte noch nie besiegt. Sicher habt ihr bereits erraten, dass es sich dabei um terrakristallisierte Pokémon handelte. Das Licht ihrer Körper erlosch jedoch, sobald sie aus Zone 0 gebracht wurden. Deshalb blieb das Geheimnis um die Terrakristallisierung für lange Zeit unergründet. Bis vor einem Jahrzehnt. Uff, also quasi schon in der Gegenwart. Jedenfalls hat vor 10 Jahren eine Person, die selbst auch euch bekannt sein sollte, das Phänomen der Terrakristallisierung entschlüsselt. Natiqua? Wie bedauerlich, Maike. Du musst jetzt beantworten. Wie heißt die Person? Alondo Antifa Clave. Ich denke mal, Antiqua war's. Richtig. Dann ist er schon tot. Vor ungefähr 10 Jahren löste ein Professorin namens Antiqua das Geheimnis um die Terrakristallisierung. Sie fand voraus, dass die Energie von den so neu zu finden Kristallen abgesondert wird bei den Pokémon. Ja. Also erfand sie den Terrakristall ab und machte ihn für den praktischen Gebrauch nutzbar. Diese Technologie wurde dann der Pokémon-Liga und unserer Akademie zur Verfügung gestellt. Man munkelt ja, dass auch Direktor Clever als Forscher Teil jenes Teams gewesen sein soll. Aber wenn man plötzlich über so einen vertrauten Namen stolpert, geht die ganze Spannung flöten. Die neue Geschichte ist halt einfach langweilig. Okay, nächstes Mal mal in die Abschlussprüfung. Wunderbar. Genau, um nämlich das zu machen, was ich vorhabe, muss man nämlich warm werden mit dieser Geschichtslehrerin. Und das kriegen wir nur hin, wenn wir jeden einzelnen Unterricht von ihr machen. Plus, wir haben jetzt ein bisschen was gelernt. Also es war nicht komplett Zeitverschwendung. Vor allem, wenn ihr nur so im Hintergrund zuhört. Weil es passiert ja jetzt grafisch nicht so viel. Es ist soweit. Abschlussprüfung. Schickt eure Gehirnzellen ab. Wie wird das schon von Badia nochmal genannt? Noch genannt. Ja, Zone 0. 105. Welcher dieser Gegenstände gehört nicht zu den vier Schätzen aus Badias Märchen? Gefäß? Faltfächer? Welches Mitglied des Offensivtrupps hielt die Ereignisse der Selektion schriftlich fest? Alondo. Vor wie vielen Jahren erfand Professor Antiqua den Orb? Vor 10. Das war schon? Das waren wirklich wenig Fragen und das war irgendwie einfach. Ich meine, es soll auch nicht schwer sein, ne? Aber war trotzdem einfach, finde ich. Okay, und wie sieht's aus? Wir haben alle Fragen richtig beantwortet. Yay! Glückwunsch! Wieder ein paar Bonbons. Nein, das wollte ich nicht. Nein, nein, stopp. Ich glaube, genau, wir sind jetzt hier fertig damit. Genau. Und jetzt müssten wir... Ach, die ist in der Eingangshalle irgendwo. Mit ihr reden können. Ah, da ist sie ja. Genau. Jetzt können wir mit ihr reden. Jetzt passiert etwas Besonderes. Na, wenn das mal nicht Maike aus der 1A ist. Möchtest du etwas wissen, wie das Märchen weitergeht, das ich im Unterricht erzählt habe? Na klar. Hehe, dann hast du also angebissen. Hervorragend. Das Gefäß, das Schwert, die Holzwaffeln und die Juwelen. Wie konnten diese vier Schätze solch desaströse Folgen für das königliche Schloss haben? Aus einem einzigen Grund. Bei den Schätzen handelt es sich in Wahrheit um vier Pokémon. Im Laufe der Zeit wechselten sie als Kleinode von Besitzer zu Besitzer, sodass sich irgendwann der Fluch menschlicher Gier an ihnen ansammelte. Als sie schließlich mit der Habsucht des Königs in Berührung kamen, erwachten sie als Unheil und wurden von blinder Zerstörungswut ergriffen. Um sein Reich zu beschützen, ließ der König nach namhaften Pokémon-Bändigern schicken. In einem erbitterten Kampf gelang es diesen dann, die Unheils-Pokémon zu besänftigen. Man sagt, dass die vier Pokémon irgendwo in Paldea versiegelt wurden. Und was denkst du? Ist die Geschichte frei erfunden? Nein. Denn die ist real. Hehe, das ist ein scharfer Verstand. Ich habe Unmengen an historischen, aber auch persönlichen Aufzeichnungen zu diesem Thema studiert und komme zu einem einzigen Schluss. An dem Märchen könnte etwas Wahres dran sein. Jetzt muss ich es nur noch beweisen. Sollte mir das gelingen, werde ich dir Bescheid sagen. Ja, wir haben uns ein bisschen angefreundet. Okay. Ich werde dir natürlich auch noch Bescheid sagen, aber wir können noch mal reden. Maike, endlich ist es soweit.
Wir stehen ja seit 5 Sekunden. Wie ist dir das eingefallen? Die verfluchte Chest des Unheils! Ja, die 4 Pokémon! Es gibt sie wirklich! Und weißt du, wo sich mir die Wahrheit offenbart hat? In der Zeitung, ausgerechnet in einem Interview mit einem Zimmermann.